und dann einfach runterdrücken und es sieht aus wie neu. Hallo, willkommen beim Golf Newcomer. Heute was ganz anderes. Wie repariert man eine böse Pitchmarke? Nun, ich habe schon sehr oft gesehen, und deswegen mache ich auch dieses Video, dass viele Golfer, die erinnern sich, ich muss meine Pitchmarke wegtun, das ist natürlich sehr wichtig, aber leider tun sie es falsch. So, was ich oft sehe, die benutzen eine Gabel oder ein Tee, stecken diese Gabel richtig in den Boden rein, aber dann heben sie die untere Erde dann nach oben. Sowas wird gemacht. Und was dann oft passiert, ist, dass die Erde wird nach oben gehoben und dann gibt es einen ekligen Fleck, was man dann über eine Woche sehen kann auf dem Grün. Und ja, dann hätte eigentlich diese Spieler das sogar sein lassen, weil es ist genau das Gleiche, als wenn man nicht die Pitchmarke wegmacht. Aber wir wissen, wir müssen unsere Pitchmarken entfernen und nicht nur unsere, sondern wenn wir andere Pitchmarken auf dem Grün zufällig finden. Aber wie machen wir das richtig? So, das Erste, was wichtig ist, ist zu entscheiden, von wo ist der Ball geflogen. Also das ist ein Par 3. Der Ball ist von da geflogen. Das ist natürlich ein sehr guter Schlag von diesem Spieler. Und das bedeutet, dass der Boden, das Gras, in diese Richtung geschoben wurde durch den Ball. So, wir brauchen unsere Gabel. Wir stecken das diagonal in den Boden. Und dann, das ist jetzt wichtig, wir schieben den Rasen zum Loch hin. Es sieht erstmal nicht wirklich gut aus. Man muss es dann von allen Seiten tun. Richtig zum Loch hin und nicht heben. Und dann ist der Putter wichtig. Schön den Boden runterdrücken. Und dann sieht es fast wie neu aus. Und nach ein, zwei Tagen wird das Gras sich hier regenerieren. Und das ist natürlich viel besser als über eine Woche, wenn ich das vergesse oder wenn ich das falsch mache. So, wichtiges Thema, weil Etikette wirklich gehört zum Spiel. Danke für das Zugucken und bis bald.